Servus, Lan Vetano hier. Dieses Mal geht es um Meisterschaftsseiten, die ich verwende und die ich empfehlen kann. Natürlich sind die Meisterschaftsseiten nicht so eingeschränkt wie die Runenseiten. Das heißt, man kann vor jedem Spiel in der Lobby natürlich hier sich diese Seiten ändern. Deswegen habe ich hier eine Seite, die ich immer neu ändern kann, falls ich irgendwie noch Punkte umverteilen möchte. Ja, und natürlich auch immer das zu bedenken, zum Beispiel hier bei dieser Seite, wenn jetzt hier Rüstungstalente sind, dass sie nicht wirklich zu empfehlen sind, wenn das Gegnerteam keine Champions hat, die physischen Schaden austeilen. Genauso gut, wenn ich hier 4 Punkte reinstecke insgesamt, ist es natürlich Schwachsinn, wenn das Gegnerteam nur aus AD-Champions besteht. Aber egal, los geht's. Ein bisschen schnell hier machen. Erste Seite. Na, Spaß wird die wieder. Halbe Stunde dauern das Video. Ich glaube schon. Gut, erste Seite ist für Champions zu empfehlen, wie Renekton oder aber auch bei Garen nehme ich die Seite gerne. Ich habe hier Cooldown Reduction genommen. Ein bisschen Attack Damage und Exposed Weakness für ein bisschen mehr Schaden. Nehme ich in letzter Zeit irgendwie lieber als Double-Edged Sword, weil ich eben mich fast immer so ziemlich squishy fühle. Vor allem gegen Teams, die eben Burster haben oder so, dann habe ich lieber etwas sowas, was auch 1% Schaden gibt. Für mich und für meine ganze Gruppe. Gut, dann eben hier 51 Punkte in defensiven Baum, ganz klar, normalen Talente hier, immer diese 9 nehmen. Wenn man mindestens 9 Punkte reinsteckt in den Baum und kein Jungler ist, nimmt man eigentlich fast immer diese Punkte, weil es Hyperreg gibt, weil es weniger Schaden gibt und so weiter. Ja, ich erkläre jetzt nicht allzu viel. Die Talente werden schon oft genug von überall erklärt und wer sich jetzt irgendwie informieren möchte, gibt einfach hier ein League of Legends, Tenacious und kommt dann eben auf die Wiki-Seite und findet eben alle Informationen dazu, die es irgendwie geben könnte. Die Seite ist zu empfehlen für, wie gesagt, Renekton und Garen zum Beispiel. Ich gehe mal eben so durch. Gut, nächste Seite ist eine alte Seite von mir, die ich noch manchmal verwende, wenn ich eben weiß, ich gehe nur auf Tank quasi und möchte eben fast nicht irgendwie mit töten. Nehme ich zum Beispiel auch bei Malphite oder sowas, wobei bei dem nehme ich eben statt dem Lauftempo auf dem Mana-Rack. Einfach nur gegen AD-Teams als Tank. Ja, eben alle wichtigen Talente und eben auch super tanky, auch schon Level 1, aber auch im Late Game, dann hat man eben viele, viele defensive Werte. Gut, das sind die zwei interessantesten Seiten wahrscheinlich für die meisten von euch. Ich habe hier zwei Attack Damage Carry Seiten nämlich. Die ist eine AA und eine SB. Das steht für Attack, Auto Attack Based und Spell Based. Und Auto Attack Based heißt, dass ich zum Beispiel sowas wie Angriffstempo oder hier Bonus Attack Damage mehr mag, aber vor allem auch dieses Spellweaving und Bladeweaving nicht nehme. Das heißt, oder wenn auch Frenzy nehme dafür. Das heißt eben, AD Carries, die von sowas nicht so profitieren können, weil sie nicht eben genug Spells haben oder so kurze Cooldowns haben, die können eben mit Spellweaving und Bladeweaving nicht viel anfangen. Das heißt, hier gehört dazu eben Caitlyn, Ashe, Miss Fortune zum Beispiel, gehört auch dazu. Und bei, oder auch zum Beispiel Vayne. Bei Spell-Based AD Carries aber zum Beispiel, das sind vor allem die Trinity Force nehmen und vor allem auch magischen Schaden anrichten. Das heißt, Ezreal, Corki zum Beispiel, Lucian ist da auch dabei, meiner Meinung nach. Die können mit Spellweaving und Bladeweaving was anfangen und die haben dann eben hier weniger Punkte in Warlord rein. Ansonsten ist da nicht wirklich viel Unterschied, wenn man hier umschaltet, sieht man sofort, da ist nur hier 2 Punkte hier reingesteckt. Das ist eben auf jeden Fall zu empfehlen für AD Carries in der Bottom Lane. Gut. Nächste Seite ist meine AP Carry Seite Nummer 1, wenn ich eben nicht Angst habe, jede Zeit in der Lane zu verrecken, weil sonst würde ich hier 9 Punkte reinstecken, wie ihr dann später sehen werdet, ist für AP Carries zu empfehlen in der Midlane, aber auch in der Toplane. Zum Beispiel, wenn ich Lulu spiele, nehme ich diese Seite. Wenn ihr wisst, ihr bekommt immer den Blue Buff, könnt ihr auch hier den Punkt von den Biscuits in Runic Affinity reinstecken, natürlich, eh klar. Ansonsten hier keine Talente eigentlich. Wobei man auch sagen muss, manche AP Carries profitieren auch wieder von Blade Weaving und Spell Weaving. Manche aber eben nicht. Die wollen eben ihre AP maximieren. Zum Beispiel ich als Lulu habe zwar auch oft Auto-Attacks quasi, aber ich mag das eben nicht, dass ich diese beiden Talente nehme, weil ich eben meine AP maximieren möchte und Cooldown Reduction zum Beispiel. Um dann eben höhere Schilde zu haben, besseres Ultimate zu haben und so weiter. Hier, wenn man eben Angst hat und Angst vor dem Sterben hat, nimmt man eben diese Seite. Da hat man einfach hier keine 9 Punkte drin, sondern hier. Du musst dafür besser aufs Mana aufpassen, weil man hier eben kein Mana hat zum Beispiel. Und man hat auch höheren Cooldown auf Flash und so weiter. Weil eben hier das Talent nicht geskillt wurde. Gut. Tanky AD Runenseite 13, 17, 0.
ist so ein Hybrid-Mischmasch aus offensiver und defensivem Baum. Das ist manchmal zu empfehlen bei Renekton, zum Beispiel Riven oder Lee Sin, wenn sie eben nicht ganz runtergehen wollen. Bei aktuell ist ja der Trend eher dazu, dass man da eigentlich ganz nach unten geht. Ist auch zu empfehlen zum Beispiel bei Tanks, die dann wissen schon, dass sie Frozen Heart auf jeden Fall bauen oder Rendons Omen, weil Oppression ist ein gutes Talent, was 3% Schaden verringert, wenn die Gegner eben so einen Effekt haben. Und da zählt auch Frozen Heart dazu, die Aura und Rendons Omen, der Tech-Speedslow. Deswegen ist es auf jeden Fall zu empfehlen und auf jeden Fall oft unterschätztes Talent oder Meisterschaft. Ansonsten ja, Executioner für mehr Damage, hier auch mehr Damage. Ist wie gesagt für Lee Sin, Renekton und Riven zu empfehlen. So Caster-based Tanks, Bruiser-Types. Gut. Support 0921 ist die Standardzeit aktuell für Janna zum Beispiel. Heißt hier, man hat hier defensive Sachen, aber eben viel Geldgeneration, ein bisschen mehr Movement Speed, mehr Cooldown Reduction und so weiter. Biscuits, ja. Ist eben zu empfehlen für Janna zum Beispiel, kann man auch bei Soraka nehmen. Man muss eben aufpassen, man hat hier nicht wirklich viel Schaden. Das heißt, wenn man eben jemanden spielt wie Morgana oder Syra, ist es ja nicht zu empfehlen, diese Support-Seite. Gut, dann meine Standardseite für Thresh und viele andere, wie zum Beispiel Baum oder Leona, nehme ich immer 0-16-14 fast, wegen diesem Talent hier. Eben ein bisschen mehr HP-Regeneration für die Nahkämpfer oder Pseudo-Fernkämpfer wie Thresh eben, um da eben den Harris auszugleichen. Habe trotzdem noch alle wichtigen Gold-Talente, habe auch mehr Starting-Gold, damit ich eben die besseren Item-Starts kaufen kann, zum Beispiel bei Braum und Thresh. Zum Beispiel Relic Shield, zwei Biscuits, ein Ward und ein Warding Totem ist eben mein Standard-Start. Da habe ich eben auch ein Relic in den Ward daneben dabei. Oder eben, wenn man eben Super Sustain starten möchte, kann man auch Ancient Coin nehmen und vier Biscuits zum Beispiel und nur das Warding Totem. Ist eben aber auf jeden Fall zu empfehlen. Ist ein gutes Talent für Supporter. Ja, und ansonsten eben defensive Sachen hier, um eben in der Lane besser abzuschneiden. Und eben Utility mehr als Schaden, wie zum Beispiel für Thresh und Braum. Und Braum das wichtig ist, weil sie nicht mit Schaden so gut skalieren. Ja, dann für Jax habe ich eine eigene Runenseite, die könnte aber auch für Kayle zum Beispiel nicht allzu schlecht sein. Für Jax eben hier Tech Damage genommen und hier diese Talente nicht genommen, weil der Jax eben zu gut damit skaliert. Dafür bei Tech Speed auf jeden Fall, Double-Edged Sword für mehr Damage, Brute Force natürlich, Spell Weaving, Blade Weaving ganz klar. Und die Hybrid Penetration hier auch für Jax mitgenommen ist eben wichtig, um da eben viel Schaden rauszuhauen und ist für Jax meine Go-To-Runenseite. Gut, dann haben wir hier die erwähnte Seite von vorhin, die ist für Malphite, ist genauso wie diese defensive Seite, nur halt habt ihr hier statt Lauftempo Manarek und die empfehle ich eben für, für Malphite zum Beispiel oder andere Tanks, zum Beispiel Maokai oder Alistar kann man die auch nehmen, wenn man möchte, ja, wenn man eben super Tank sein möchte mit Cool Reduction. Ansonsten, wenn man, ihr seht es auch immer, ich habe hier eine eigene Seite gegen AD und die ist gegen AP, dann haben wir hier die 4 Punkte einfach hier rüber gegeben. Gut. Jungle 0219 ist ein bisschen eine alte Seite auch, die ist für Jungle Tanks, die momentan nicht mehr so in Mode sind. Die war zum Beispiel gut für mich für Maokai Jungle, Amumu Jungle oder aber auch Nautilus Jungle. Natürlich heutzutage spielt man die entweder gar nicht oder anders. Zum Beispiel Amumu spielt man auch oft auf AP ein bisschen mehr oder full of AP, um dazu carryen in der Solo Queue. Ansonsten eben aber auf jeden Fall diese Aufteilung zu empfehlen. Aufpassen, Bladed Armor ist prinzipiell gut, um den Jungle zu clearen, aber ich habe es einfach nicht mehr genommen, weil es ja nicht so toll ist, wenn man da den Buff stiehlt, obwohl man ihn jemand anderen geben möchte und deswegen, ich nehme es einfach nicht mehr so gern, deswegen ja, meine Meinung. Hier allerdings die Jungle-Seite für die meisten Anwendungszwecke aktuell. 21.9.0, hier weniger Schaden durch Jungle Creeps natürlich, dafür auch mehr HP und so weiter, aber eben viel hier im offensiven Baum, 21 Punkte für mehr Schaden. Das sind gute Seiten für Leute, die ganken wollen. Zum Beispiel Vi, Lee Sin, Pantheon, Jarvan, wer noch. Also diese ganzen Jungler, die in Mode sind, sind da auf jeden Fall gut mit dem unterwegs. Natürlich Elise vielleicht nicht so sehr, weil die statt dem Attack Damage vielleicht lieber AP nimmt und so weiter. Aber ansonsten, wie gesagt, eine gute Seite, die extrem auf Schaden geht. Cool Reduction und ganz viel Schaden hier. Ist jetzt auch ziemlich squishy mit der Seite. Deswegen eben nach den ersten zwei, ein bis zwei Damage Items eben auf jeden Fall Tank bilden als Jungler. Aber eben, das gibt eben sehr gute Early Ganks.
Gut, hier meine All-in-Renekton-Seite habe ich ein bisschen anders als jetzt die anderen 21.9.0-Seiten. Eben für Renekton ganz ausgelegt. Vollen Schaden, vollen Attack-Damage, keine Crits oder sowas, weil das brauchen wir nicht. Also, man crittet nicht mit Renekton. Hier auch jetzt nicht das genommen, natürlich, weil wir auch kein Mana wollen und eh keine Probleme mit dem Lasteten haben normalerweise. Und auch keine Attack-Speed, weil wir auch keine Attack-Speed brauchen als Renekton. Eben maximiert für einen Champion. Ist eben ein typisches Beispiel. Wenn ihr eben eine Seite für einen spezifisch auslegen wollt, immer überlegen, was brauche ich nicht. Zum Beispiel, wenn ich jetzt einen Champion spiele, der sehr viel auf Attack Damage geht und aber kein Crit sich kauft und kein Attack Speed, dann werde ich eben nicht dieses Talent nehmen. Werde ich auch kein Attack Speed mehr holen, weil ich es eh nicht brauche. Auch kein AP natürlich. Genauso andersrum, wenn ich jetzt einen AP Carry spiele, der überhaupt nicht Auto-Attack zum Beispiel, werde ich auch hier jetzt nicht diese Talente nehmen, weil mir das nichts bringt. Da werde ich hier auf Exposed Weakness gehen, vielleicht auf Double-Edged Sword, vielleicht auch Cooler Reduction, vielleicht auch mehr Last Hitting oder so. Auf jeden Fall AP-Talente, mehr AP für alle, Durchdringung, mehr Schaden und vielleicht auch das zum Beispiel. Oder auch nicht, am Leben weiß man, Attack nicht, aber auf jeden Fall das zum Beispiel auch dann nehmen. Ja, langsam geht es in die Zielgerade. Hier haben wir noch eine Seite gegen AP. Aber nicht mit Malarek, sondern mit Lauftempo. Das war eben meine Renekton-Seite, das Gegenstück zu dem hier. Selbe Seite, nur hier. Statt Rüstungstalente die MR-Talente genommen. Dann haben wir noch eine Lee Singer-Seite für Lee Sin in der Lane. Kann man auch zum Beispiel für Kha'Zix nehmen, ganz klar. Ist eben in der Lane sehr, sehr stark, macht sehr viel Schaden. Ist aber auch squishy und eben zielt auf Snowballing ab. Das heißt, dass man eben einen Kill frühkriegt und dann eben seinen Vorteil immer weiter ausbaut und dann eben irgendwann extrem stark ist und das Spiel früh beenden kann. Hier noch eine auch etwas ältere Seite, die ich verwendet habe für AP-Supports, für Syra und Morgana zum Beispiel, habe ich eben hier 9 Punkte im massiven Baum rein für mehr Schaden, trotzdem mehr Tankiness hier in der Bottom Lane, was auch wichtig ist natürlich, wenn man gegen zwei Champions spielt, weil sonst, wenn man hier nichts drin hat, kommt irgendwie Thresh oder Annie oder irgendwer anders oder Leona, geht einmal auf dich drauf und du bist gleich mal tot, weil du hier nichts aushältst. Dann für deinen Schaden auch nichts. Und hier trotzdem noch ein paar Utility-Talente mit Mana-Reg, Beschwörerzauber, Biscuits und so weiter mit Messer-Stain. Ja, war eben für Morgana meine Go-To-Seite. Ist noch immer meine Go-To-Seite für Morgana eigentlich. Dann habe ich noch für Tank-Support damals, als das Talent noch OP war und diese auch noch krasser waren, die wurden dann aber genervt, habe ich eben eine Tank-Support-Seite. Auf jeden Fall noch zu empfehlen, wenn man eben weiß, okay, man braucht eben jetzt nicht das Gold oder so, man möchte dafür tankier sein. Kann jetzt auch für Braum, Thresh, Leona eben gut sein. Aber im Endeffekt nehme ich eigentlich fast immer diese... Wo ist sie? Diese Seite. Die ist mir eigentlich lieber wegen dem Starting Gold und auch eben so mein Gold. Gut, jetzt die letzte Seite ist eben die Random-Seite. Die kann man irgendwie auslegen. Inzwischen sagen wir, okay, keine Ahnung, ich spiele jetzt zum Beispiel AP Malphite. Okay, dann nehme ich hier leichte, also Cool Reduction auf jeden Fall. Mehr Schaden hier, ich möchte da Leute umbursten. Hier mehr AP. Zerg, hier mehr Schaden gegen Champions unter 50% HP. Hier, wenn ich Kills oder Assists mache, bekomme ich auch was zurück. Dann hier noch rauf Archmage für mehr AP quasi. Die Penetration hoch und dann den Damage unter noch eben, weil ich All-In gehe, hier noch ein bisschen mehr Rüstung, Mana-Reg, weil ich auch viel Mana ausgebe als Malphite. Hier ein bisschen besseren Recall, Summoning, Summoners Insight für Ignite und Flash zum Beispiel, weniger Cooldown und dann eben hier noch zum Beispiel die besseren Discrits und zack, fertig ist es. Speichern und nächstes Mal kann ich es dann eben aussuchen, kann ich aber auch natürlich eben in der Lobby aussuchen immer. Ja, das waren meine Meisterschaftszeiten. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ist ein bisschen kürzer geworden als das Runden-Video, aber ich habe euch jetzt wirklich so viel erklärt. Nicht so viel erklärt, weil die einzelnen Meisterschaften, da kann man eigentlich zu jeder fast ein eigenes Video machen. Zum Beispiel hier zu Fresh, wie schon vorher erwähnt. Das bringt auch was bei Frozen Heart und Rain's Omen und was ich was alles. Und das hat auch spezielle Anwendungszwecke und geht nicht für jeden Champion zum Beispiel. Oder manche profitieren doppelt davon, wie Kayle zum Beispiel. Oder Ezreal kann auch sehr gut mit dem was machen. Ja, also wirklich, da gibt es viele Sachen, aber wenn sie mal überhaupt nicht auskennt, sollte das schon mal ein guter Anhaltspunkt sein, wie gesagt. Ich habe eh überall, Entschuldigung, erklärt, für welche Champions das eben gut sein kann. Das ist von meiner Seite, jetzt ist wirklich vorbei. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.